Und jetzt, auch hier, wo ich für die Kranke bete, jemand hat mir geschrieben und gesagt, weißt du, ich habe eine Kerze angezündet und hast du mit dieser Tage gebetet hast, du hast deine Hand auf deinen Kopf gelegt und gesagt, bete mit. Und ich habe mitgebetet und meine Kopfschmerzen waren weg. Weg. Zurzeit gibt es keine Versammlungen. Gut so auch. Ich habe kein Problem, dass es keine Versammlungen gibt. Dass wir örtlich voneinander getrennt sind. Wir vereinigen uns im Gebet. Unsere Kerze brennt, Brüder und Schwestern. Unsere Kerze brennt. Ja. Und wenn du eine Not hast, nimm so einen Zettel und schreib deine Not, schreib dein Anliegen einfach auf den Zettel. Du musst den Zettel nicht mir zuschicken, sondern ich möchte dir etwas zeigen, was du machen solltest. Leg den Zettel zu Hause auf deinem Tisch, leg deine Hand drauf und sag, Jesus, Jesus, ich will dein Gebet sprechen. Und dann kannst du selber beten. Nämlich, du wirst jetzt endlich mal mündig, endlich mal erwachsen, dass du selber mal betest, selbst auf Kranke die Hände legst, auf dich selber zuerst einmal. Und dann kannst du lernen, nachher auf die anderen die Hände zu legen. Schreib deine Not auf den Zettel, leg deine Hand drauf und bete jetzt mit mir, einfach mit mir. Ich möchte einfach, dass du jetzt deine Not draufschreibst, lass die Predigt nochmal zurücklaufen bis zu dieser Stelle und dann sag mit mir, Jesus, du bist hier bei uns, du bist jetzt hier in unserer Mitte und du sagst, wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du da und du bist hier, Herr Jesus, und ich lege jetzt meine Hand auf die Nöte, die meine Geschwister haben und die sie im Glauben aufgeschrieben haben, die sie bekannt haben und du berührst jetzt die Anliegen dieser Leute. Und du stillst den Sturm, Herr Jesus. Und du heilst ihre Gebrechen. Und du greifst in ihr Leben ein, lieber Heiland. Halleluja. Und sag weiter, Jesus, du hast die Kontrolle über alles in dieser Welt. Du bist der Herr. Du bist unser Herr. Und alles ist dir untertan. Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass du der Herr bist. Halleluja. Halleluja. Noch weiter. Gestern haben wir gegen die Schmerzen gebetet. Heute vielleicht hast du auch noch Schmerzen, da hast du erst jetzt eingeschaltet. Leg deine Hand auf dein Haupt und sprich mit mir. Schmerzen, ich gebiete dir im Namen Jesu, verlass mich, verlass meinen Körper. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in mir und ihr habt in meinem Leben nichts zu suchen. Hier habt ihr kein Recht, mich zu quälen. Mach das, mach das. Gebiete in Autorität und sag ein kräftiges Amen. Und Amen heißt, so sei. Halleluja. Glaub an die Kraft des Gebetes. Gott berührt dich, wenn du bittest. Und in der Bibel heißt, bittet, so wird euch gegeben. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du hier bist. Während jetzt hier doch die Kerze brennt, ist nur ein Symbol, ist nichts Besonderes, ist dein Heiliger Geist bei meinen Hörern, da wo die Predigt gerade gehört wird, da bist du gegenwärtig, dein Geist und dein Wort heilen, ordnen das Leben, heilen unsere Gebrechen, nimmt unsere Schwachheit weg. Die angezündete Kerze, solange sie brennt, Herr Jesus Christus, du bist bei ihnen das Licht dieser Welt. Nicht die Panik, nicht die Angst und was alles sein mag. Ja, auch wenn das Licht noch so klein ist und noch so schwach ist. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Halleluja, Halleluja. Und wir demonstrieren mit dieser angezündeten Kerze der unsichtbaren Welt, den unsichtbaren Mächten demonstrieren wir, der Herr ist Herr. Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Halleluja. Ja, wir proklamieren die Größe Gottes, seine Stärke, seine Macht. Und unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Halleluja. Unser Glaube. Amen. Preis Gott. Die Herrlichkeit Gottes soll jetzt bei dir sein, wo du auch bist. Am Mittwoch mache ich weiter. Am Mittwoch habe ich noch weitere Botschaften, die Gott mir gegeben hat. Der Segen Gottes sei über dir und über deinem Hause. Und der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Halleluja. Und schenke dir voll ein. In Jesu Namen. Amen.